So, und dann geht es auch direkt weiter mit... Oh, nee, dich wollte ich nicht. Dich wollte ich mit unserem dritten Vieh, dem Fisch oder Hai, sowas in der Art. Indem wir wieder so einen coolen Boost haben. Ach, zumindest eine Zeit lang. Okay, dann müssen wir uns wieder aufladen, gut zu wissen. Damit kann man aber wirklich sehr gut die Gegner erledigen. Ich habe nur noch nicht ganz raus, mit was ich hier eigentlich futter. Wirklich nur mit der Spitze da vorne. Uiuiui, okay. Na gut. Ja, ich schätze mal, das hier wird durchaus leichter werden. Allein schon, weil man mit diesem Gegner hier wirklich um einiges besser futtern kann. Mit dieser Kreatur. Wobei Kreatur trifft es eigentlich, denke ich, nicht so. Ich denke, Organismus trifft es in diesem Moment wirklich besser. Aber gut, wir wollen uns hier ja auch nicht über Begriffe streiten. Ja, das geht sehr leicht. Das Fressen geht tatsächlich sehr einfach mit dieser Kreatur hier. Das ist schön. Das heißt, es wird wohl ein sehr einfacher Part. Aber man soll den Tag bekanntlich nicht vor dem Abend loben, noch ist es nicht vorbei. Wer weiß, was für Gegner hier noch auf uns warten. Hier zum Beispiel sind irgendwie gelb. Ah, okay. Ja, gut. Gelb lähmt uns. Alles klar. So viel zu, es wird einfach. Oh, ist ja fies. Das ist ja fies. Okay, dann muss ich hier doch ein bisschen aufpassen, was ich wann futter. Weil gelb lähmt uns offensichtlich. Das heißt, vor gelben Zellen sollte ich mich nach Möglichkeit fernhalten. Von daher lasse ich die hier einfach mal alle in Ruhe und schwimme weiter. Vielleicht mal so ein bisschen viel auf uns warten. Immer noch schneller als wir, unglaublich. Nein, ich wollte da nicht runter. Ich will wieder hoch. Das ist ein sehr langes Vieh, ja, doch definitiv. Und ich habe das Gefühl, ich sollte auch nicht zu viel von dem Boost einfach so einsetzen, weil sich der wohl auch erst mit der Zeit wieder erholt. So, wo ist es denn jetzt? Es ist noch nicht tot, oder? Ne, da oben schon rum. Also jetzt ist es tot. So, und uns wachsen größere
Schwimmflügel, wollte ich schon sagen, flossenartige Dinger. Ja, ich schätze, damit können wir uns in das nächste Level wagen. Hier mal ein bisschen die Zelle aufräumen. Wobei wir uns, wie gesagt, nicht so lange mit denen hier aufhalten sollten. Ich schätze, das reicht. Ich habe da nicht so wirklich das gute Gefühl, was gut und was schlecht für uns ist in dem Fall. Ob es uns wirklich hilft, okay, das Ding kann sich verstecken. Das ist ja auch fies. Nein, ich wollte ihn nicht runter. Moment. Einmal nach oben, bitte. Ach so, das ist unsere Lebensenergie. Wir haben hier nur zwei Lebensenergie-Dinge. Oh, okay. Auch den habe ich nicht gesehen. Das ist ja auch gemein. Ah, das hat uns erwischt. Okay, es ist also doch tatsächlich gar nicht so einfach, wie ich dachte. Deswegen habe ich eben gesagt, wir müssen uns hier erstmal um diese, hoppala, um diese Minendinger kümmern, weil die nerven mich doch ganz schön. Aber es wird mit dem Hintergrund ja auch ein bisschen unübersichtlicher jetzt. So. Das doch schon. Sonst kann ich die Viecher auch eigentlich in Ruhe lassen. Man sieht sie so schlecht. Man sieht sie mit dem roten Hintergrund einfach wirklich relativ schlecht. Ja, die Quallendinger, die haben relativ wenig Chance gegen uns in dieser Form. Wenn sie wirklich recht gut einfach futtern kann. Ach, da kriege ich irgendwie Lust auf Fisch. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Irgendwie kriege ich Lust auf Fisch. Ganz am Satz. Wird generell etwas schlechter. Ich weiß nicht, bewegen wir uns hier im Nebel? Guck mal, ich sehe meine Gegner fast gar nicht. Ah, aber uns ist mittlerweile ein dritter Energiebalken gewachsen. Das ist auch schön. Oh, nee, das wollte ich auch nicht. So, ich schwimme jetzt nicht zurück. Ich wollte weiter. Ach komm, lass mich weiter. Da. Na komm.
Monster. Wir sind groß und schnell. Das Problem ist nur, es ist relativ schwierig, präzise die Gegner zu treffen. Wenn die genauso fix sind, was das Entwischen angeht. So, ich fliege hier einfach noch ein bisschen querbeet durch in der Hoffnung, dass ich noch was erwische. Ansonsten hat nämlich was auch immer hier überlebt, einfach mal Glück. Wie gesagt, mit diesem Monstrum ist es gar nicht so einfach. Deswegen gehe ich hier einfach mal weiter runter und hoffe, dass ich gegen die Dinger hier auch nochmal gut gewinne. Ah, bevor es mich wieder lebt. Nein. Geh weg. Okay, es ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Weil ich muss auch erstmal wieder finden, wo es hier runterging. Dann Angriff. Wie sie sich immer verstecken, die feigen Viecher. Unfassbar. Jetzt sehe ich wieder nichts. Fast, ich lasse den hier einfach mal in Ruhe. Nein, einen habe ich. Sehr gut. Den zweiten habe ich auch gleich. Wenn er sich nicht nochmal versteckt hätte. Okay, jetzt töte ich ihn auch noch. So. Hier weitergehen, wenn ich den Weg finde. Da war er nicht. Mann. Oh. Hier, genau. Oh Gott, was ist denn hier für eine Metze? Hallo? Ja, rote Gegner sind gerade wirklich nicht leicht zu erkennen. Aber da schwimmt man was rum. So, ich würde sagen, es ist Zeit, hier einfach mal weiter zu tauchen. Fertig machen kann, weil ich immer an diese ich weiß gar nicht, was ich hier fressen soll. Nein, auch Kinders. Okay, das hier nervt mich jetzt gerade ein bisschen, dass ich da ständig reinkomme. War ja doch relativ schwierig. Ne? Und jetzt, wo ich es brauche, finde ich es nicht. Ne? So, da. Na komm. So ist brav. So, und damit war es dann auch schon wieder für diesen Part. Und wir sehen uns dann gleich mit unserer. Mit der Figur. Naja, gut, dann. Jo, bis gleich.